persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich bei Claudia Lesser. Wir sind mit 5'000 Franken und dem Flugticket auf Brasilien gegangen. Ohne zu wissen, wo wir hingehen? Doch, wir haben gewusst, wir gehen auf eine Insel vor Salvador de Bahia. Und wir haben gewusst, wo wir hingehen, weil ich einen Freund hatte, der dort schon mal war und der hat mir von dieser Insel erzählt. Und ich bin immer ein großer Fan von Robinson Crusoe. Und das war für mich genau die Geschichte, also die Insel, so wie er mir das beschrieben hat. Und das war immer ein Traum von mir. Und ich habe im Theater, wo ich dort mal war, mich nicht wirklich wohl gefühlt, weil es eine extrem ellenbüglerische Angelegenheit war. Also es war ein extremer Konkurrenzkampf in dem Theater. Und man ist nicht wirklich gut miteinander umgegangen und die Atmosphäre war nicht wirklich gut. Und meine ganzen Träume, die ich hatte, von dem Beruf, von dem Schauspielerberuf, der ganze Idealismus und das Künstler-Dasein, das ist irgendwie relativ wie ein Katerhaus, ist das dort zusammengefallen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich mal eine Pause einlegen. Ich war seit etwa 3 oder 4 Jahren an einem Theater gewesen. Und mir mal genau überlegen, wie es dann weitergehen soll. Und darum habe ich dann quasi die Auszeit dort genommen und habe gekündigt. Und bin dann noch in eine Beiz gearbeitet, um möglichst schnell noch Geld zu verdienen, mit meiner Frau zusammen. Wir haben uns dann abgewechselt. Einer hat das Kind gehütet, der andere hat gearbeitet. So haben wir dann mehr oder weniger viel können arbeiten in kurzer Zeit. Und haben dann eben 5'000 Franken auf der Seite gehabt. Mit dem sind wir dann auf das Brasilien gegangen. Und haben noch Geld zurückgebracht, weil die Insel so einsam war. Man konnte dort gar kein Geld ausgeben. Ich habe einen Film gedreht in Äthiopien, in einem der ärmsten Länder. Und das ist mir wahnsinnig eingefahren. Ich hatte dort eine Art wie so einen Kulturschock. Also ich habe mich plötzlich auf so einem Marktplatz befunden und habe zu meinem Kompagnon und Regisseur Stefan Jäger gesagt, du, jetzt muss ich mal schnell eine Stunde in ein Auto sitzen, weil ich halte, dass da irgendwie, ich habe gemerkt, mir ist wie schwindelig geworden, mir ist halb schlecht gewesen. Und das ist einfach so eine Erfahrung gewesen. Und ich merkte, ich habe die Eindrücke, die da auf mich zukommen, der Markt war sehr belebt gewesen, nicht mehr verarbeitet. Und man hat extrem viel Armut und extrem viel Leid auch gesehen von den Leuten. Und das ist mir wie zu viel geworden. Und dort habe ich zum ersten Mal gemerkt, jetzt musst du langsam irgendwie, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht dich eigentlich ständig so leicht an der Überforderung dich befindest und dann irgendwann halt mal wirklich in ein Burnout, ich sage jetzt Burnout, das klingt so blöd, aber in so einen Erschöpfungszustand reinkommst, wo du dann eben nicht mehr rauskommst. Ich kenne Leute, die das hatten und ich habe den Anfang mitbekommen, wie das ist. Habe auch dort zum Teil Panikattacken plötzlich out of the blue bekommen. Ich habe immer wieder auch mit existenziellen Ängsten zu tun in meinem Leben. Das ist so, wenn du freischaffend bist und eigentlich nie weißt, wie es weitergeht. Also, und ich habe gemerkt, all die Sorgen, die man sich da macht und die Ängste, die man hat, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber es ist einfach gesagt, das gemacht. Dass ich auch eher lernen loszulassen. Auch von Vorstellungen, die ich vielleicht habe. Ich habe gemerkt, dass ich eher bereit geworden bin, Sachen auf mich zuzuholen. Das Leben im Moment zu nehmen, so wie es ist. Das Leben im Moment zu geniessen. Und ich finde, das ist sowieso die grosse Kunst im Leben, Kunst, dass man das kann. Ja, und eigentlich die schwierigste Aufgabe wahrscheinlich für jeden. Einfach mal loszulassen und zu sagen, ich kann ganz viele Sachen eh nicht ändern. Was studiere ich da drum herum? Was mache ich mir Sorgen über Themen, die nicht zu ändern sind? Was es sicher braucht, ist mal
dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Also, dass nicht der eine viel stärker oder schwächer ist als der andere. Das ist bei uns sicher der Fall. Brigitte ist in dem, was sie macht, sehr erfolgreich, sehr stark. Wir sind zwar, wir haben ein ganz unterschiedliches Temperament. Sie ist viel gelassener, viel ruhiger, ruht viel mehr eigentlich in sich als ich. Ich bin eher so ein Hibbeli, auch ein bisschen nervös, noch immer zu tun, auch eben ungeduldig. Aber wir haben so, eben, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir haben einen sehr grossen Respekt voreinander, wo wir nie verloren haben in diesen 18 Jahren. Also, auch wenn wir mal eine Auseinandersetzung haben, dann wird sie nicht, dann geht es nie unter die Gürtellinien oder dann wird es nie respektlos. Und dann hat sie mir, glaube ich, auch beigebracht, nicht jemanden zu ändern. Also, dass man den anderen wirklich akzeptiert, so wie er ist. Mhm. Und mit seinen Schwächen und mit seinen Stärken und nicht ständig eigentlich versucht, irgendetwas daran rumzuschrauben oder irgendetwas zu ändern wollen. Mhm. Und das gepaart mit einer grossen Liebe, die uns verbindet, hebt die Partnerschaft so gut. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.